herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golden Bodies Personal Training. Heute habe ich etwas ganz Spezielles für euch vorbereitet, und zwar Kalibermessung. Ich habe hier auch meinen Laptop mit allen Daten. Und ja, ich werde euch heute mal so ein bisschen darüber erzählen, euch zeigen, wie ich genau arbeite. Vielleicht als Info, weil mich mega viel an mich fragen wegen meiner Ausbildungen. Ihr seht das alles auf www.goldenbody.ch. Ich habe dort alles notiert, also ihr könnt gerne dort nachschauen. Ich habe folgende Ausbildung vor bald 2 Jahren. Ich arbeite seit 2 Jahren mit diesem System. Ich habe die Ausbildung vor etwa 1,5 Jahren abgeschlossen. Und ich muss aber sagen, ich habe für mich noch ein paar Sachen angepasst. Und darum, ich kann nicht sagen, ich arbeite wie andere, weil ich halt einfach mit meinen Erfahrungen, ja, meine Erfahrungen da noch reingebracht habe. Und darum, es gibt mega viele Leute, die mich immer fragen, ja, ich bin irgendwo aus ganz weit weg und kennst du jemanden in meiner Region? Und ich muss halt sagen, weil ich ja nach meinem eigenen Prinzip arbeite, kenne ich niemanden. Es gibt sicher Menschen, die mega ähnlich arbeiten, aber ich kenne die nicht. Und darum, ja, es gibt Möglichkeit, dass wir es über Skype machen könnten. Oder ich komme halt hier an. Ich habe gerade letztes Jahr auch jemanden gehabt, das war mega herzig, der für einen ganzen Nachmittag hier angekommen ist. Also sie hat mich einen ganzen Nachmittag gebucht und wir konnten wirklich alles besprechen. Mit Einkaufsberatung gerade noch gemacht, 2 Stunden. Und das lohnt sich einfach mega fest, um ja, sich dort Zeit zu nehmen und um dann vielleicht auch hier anzukommen. Es ist halt alles ein bisschen neuer, so muss man sagen. Es ist schon möglich über Video, aber es ist halt einfach nicht ganz so genau. Jetzt, Kalibermessung. Ganz einfach erklärt. Warte, ich nehme euch mal schnell mit. Weil, das ist ja auch so etwas Lustiges. Es gibt so viele von euch, die sich da etwas ganz wirres darunter vorstellen. Der Kaliber ist ein Gerät. Und das sieht folgendermaßen aus. So. Und alles, was ich mache, ist euch da am Körper so Haut einklemmen. Das ist die ganze Hexerei. Und viele meinen immer, sie müssen nüchtern kommen oder irgendetwas beachten oder speziell anlegen, aber das ist gar nicht so. Und genau, jetzt habt ihr zumindest schon mal den Kaliber gesehen. Jetzt, was gibt es noch für weitere Infos? Was man mit der Kalibermessung macht, oder ich mache, ist, ich schaue, wo ist euer Körper überlastet, sei das ein Muskel oder ein Organ, wie ist das passiert und was können wir dagegen machen. Also je überlasteter das eine Stelle ist, desto mehr Fett findet man dort dann auch, und das ist ja das, was die meisten von euch loswerden wollen. Ich trage das alles hier in meine Tabellen ein, die sieht folgendermaßen aus. Und wir schauen jetzt hier so ein einzelne Werte an. Jetzt, ich habe hier einfach mal eine Kundin von mir genommen. Da seht ihr jetzt auch natürlich keine Daten dazu. Und was ich vorgängig schon mal sagen, ich werde euch den Referenzwert nicht durchgeben, weil sonst verliere ich ja meine Arbeit. Also nein, wie soll ich sagen? Für das müsst ihr ja dann hier ankommen. Ich tue euch jetzt einfach anhand von dieser Person mal etwas durchgeben. Das Ding ist natürlich Kalibermessung, das ist so ein bisschen Millimeterarbeit. Und es gibt, gerade im Fitnesscenter wird auch viel kalibriert, aber das ist eine ganz andere Art und Weise, wie wir kalibrieren. Und darum ist es halt mega schwierig. Ich will euch auch die Referenzwerte nicht geben, weil wenn ihr das falsch einschätzt, dann macht das alles durcheinander und vielleicht sogar noch viel schlimmer. Und darum will ich wirklich, wenn ihr, wenn euch das Wunder nimmt, dann kommt vorbei und dann testen wir das wirklich auch professionell testen und nicht einfach irgendetwas anbrezeln. Ich arbeite mit insgesamt 13 Körpertypen. Das sind 13 verschiedene Körpertypen. mit auch so ein bisschen, 13 verschiedenen Persönlichkeiten. Das ist ganz, ganz spannend. Ich muss auch sagen, da gehört immer noch ein Fragebogen dazu. Und das Visuelle natürlich. Darum kann man eben über Video schon relativ vieles herausfinden, zumindest ich, die halt jetzt schon ja, eben ein Zeitchen auf dem arbeite. Ich sehe es visuell schon recht gut, wenn ich mit jemandem schwätze, aber es kann halt immer Abweichungen geben und das sieht man dann natürlich nur über Kalibermessung, aber man kann über Video auch eine professionelle Beratung geben.
Muss man schon auch sagen. Jetzt, was wir als erstes anschauen, ist der Körperfettanteil und der Muskelanteil. Jetzt, wir haben hier beim Muskelanteil 20,9. Eigentlich müsst ihr das gar nicht gross anschauen, weil ich eh nicht viel damit anfangen kann. Und das ist laut unseren Vorgaben zu hoch. Das heisst, die Person hat eher einen zu hohen Muskelanteil. Es kann teilweise auch sein, dass noch Wasser drin ist. Ich kann aber beim Kalibern schaue ich wirklich fest darauf, dass ich das Wasser rausdrücke, weil Wasser kann man immer wegdrücken. Und darum ist der Wasseranteil meistens sehr tief, aber wenn jemand, oder tief in diesem Wert, aber wenn jemand wirklich sehr stark unter Wassereinlagerungen leidet, dann sieht man das halt dort drin auch noch ein bisschen. Beim Muskelteil ist es einfach Muskelanteil ist es einfach folgendermaßen, dass Muskeln sind halt auch Massen und ein zu hoch an diesem Muskelanteil resultiert halt darin, dass jemand dann auch eher massig erscheint. Und gerade wenn jemand übergewichtig ist, hat er meistens sehr, sehr einen hohen Muskelanteil, weil das Gewicht muss ja erstens auch irgendwie getragen werden. Plus ja, ist das nicht immer nur Fett und das meinen eben viele und das ist schon mal der erste grosse Fehler. Und darum würde mir jetzt in diesem Fall eher dazu raten, zum Proteinzufuhr eher so ein niedrig zu behalten oder normal. Was halt in vielen Diäten ist, ist, sie sind meistens High Protein, das heisst, der Proteinanteil, der Eiweißanteil ist sehr hoch und das kann bei so einer Person völlig kontraproduktiv sein. Jetzt auch da nochmal, ich bitte euch wirklich, ich weiss, man tendiert ein bisschen dazu, wenn man jetzt das Video sieht, dass man das Gefühl hat, oh, sie redet von mir. Genau das bin ich. Aber das ist mega gefährlich, wenn es eben nachher nicht so ist und ihr macht einfach mal etwas, dann kann der Schuss hinten rausgehen. Weil ich erzähle euch jetzt nur von einem von diesen 13 Körpertypen. Okay? Also, dann haben wir den nächsten Wert, den haben wir hier oben durch. Das ist der Körperfettanteil, der ist bei 28,8. Laut WHO sagt man, ist normal zwischen 20 und 25. Und der ist demnach drüber. Auch da muss man natürlich immer ein bisschen einschätzen. Ich muss auch sagen, ich finde eine Frau, eine fitte, aktive, junge Frau, kann auch gut zwischen 15 und 20 sein. Da muss man immer ein bisschen sagen, die beiden Werte sind natürlich einfach für uns für die Kalibermessung. Das könnt ihr nicht mit so einer Waage, die ihr zuhause habt, vergleichen. Also dort ist glaube ich, ein Muskelanteil teilweise von 35-40 normal. Das gibt es bei uns schon gar nicht. Also es sind ganz andere Masseinheiten, he? Bevor ihr jetzt hier verschreckt. Genau, und der Körperfettanteil ist ja das, was die meisten reduzieren und darum, da sieht man dann auch recht schnell Veränderungen. Also man muss auch sagen, bei der Kalibermessung sieht man innerhalb von 2 Wochen eigentlich sehr gute Veränderungen und Anpassungen. Und darum ist es auch so spannend, weil man sehr schnell sieht, geht es in eine richtige Richtung oder eben nicht. Dann picke ich jetzt hier einfach ein paar Werte raus. Also wir messen hier diverse Sachen. Einmal haben wir den Bauch. Der ist jetzt hier bei 32 mm. Beim Bauch sieht man vor allem, ob jemand ein reaktives Essverhalten hat. Also das heisst, ob man eher zu viel isst und zu viel vor allem dann, wenn der Körper die Energie nicht unbedingt verwerten kann. Also das heisst, man isst eher dann, wenn der Körper die Energie nicht mehr so gut brauchen kann. Also er hat sie wie vorher gebraucht und nicht nachher. Und das ist so ein Wert. Was es auch kann sein, ist, wenn jemand zum Beispiel unter der Woche, Montag bis Freitag, sehr gesund ist, sehr ausgewogen, teilweise auch so ein bisschen diätet und dann am Wochenende so voll mit diesen Cheat Days einhält. Das sieht man auch immer beim Bauch. Dann kann es aber auch sein, dass jemand einfach so ein bisschen mit Alkohol übertreibt, dass jemand nicht richtig zum Morgen isst, aber dafür am Abend sehr viel, dass jemand nicht richtig zum Training an isst. Das sind so ein bisschen die meisten die ausschlaggebenden Punkte beim Bauch. Was aber auch kann sein, ist, es gibt sehr viele Frauen, die sehr schlank sind, die da ankommen und sagen, ach, ich habe so einen dicken Bauch. Aber die haben nicht unbedingt eine Fettfalte, sondern die haben einen aufblähten Bauch, aber sie sind eben auch keine Blähungen. Und das sind meistens Wassereinlagerungen im Bauch. Ich habe übrigens auch einen Guide über Wassereinlagerungen. Ist mega, mega spannend, weil ich muss gerade sagen, vor meinen Ferien hatte ich so viele Frauen mit Wassereinlagerungen. Und es tut mir fast ein bisschen leid, um denen zu sagen, schau,
du musst nicht Fett verlieren, weil das, was du hast, ist Wasser. Es ist ja viel einfacher, sobald man die Ursache mal gefunden hat. Aber es ist meistens nicht das, was die Person zuerst hören will, weil das bringt die Realität ein bisschen durcheinander. Aber man kann diesen Menschen sehr schnell helfen. Und darum, wenn ihr das Gefühl habt oder es würde euch wundern, den Guide mal anzuschauen, den findet ihr in meinem Online-Shop unter www.goldenbody.ch. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Es ist ein super Dokument. Ich sage das nicht, weil ich es selber geschrieben habe, aber ich bin wirklich einfach überzogen davon. Und genau, das ist so ein bisschen zum Bauch. Mit dieser Wassereinlagerung am Bauch, auch das erzähle ich euch in der Beratung, von wo das die kommen und wieso dass die Menschen meistens einen Proteinmangel haben. Dann haben wir als nächstes, ich muss vielleicht noch sagen, sie haben meistens einen Proteinmangel, obwohl sie sehr viel Protein essen. Jetzt wird es noch komischer, gell? Dann haben wir als nächstes, was könnte ich euch noch rauspicken, was noch spannend ist, Taille. Finde ich auch immer sehr spannend. Bei der Taille ist es folgendermaßen, da sehen wir vor allem den Stresswert, weil je mehr Nieren muss arbeiten, also je mehr Stresshormon, das sie produzieren muss, desto überlasteter ist sie und desto mehr sieht man dann dort dann eben auch die Fettpölsterli oder sind halt einfach messbar. Man muss aber sagen, das ist auch so ein Erfahrungswert von mir, es gibt Leute, die sind komplett überlastet, das sieht man auch im Fragebogen, die haben aber ganz tiefe Werte da. Und das liegt meistens daran, wenn jemand eher über den Kopf kompensiert, also sich mega viel Gedanken macht, gestresst ist, sich aufregt, nicht gut kann schlafen, alles das. Und Leute, die dann aber kompensieren mit viel mehr Essen oder viel mehr Sport, denen zeigt es nachher da bei den Taillen an. Und das finde ich auch immer mega einen spannenden Wert. Dann haben wir noch den Rückenwert. Dort sehe ich, wie viel das ihr esst. Und das ist immer noch spannend, weil ich muss euch wirklich sagen, anhand von einer Kalipermessung, ich müsste euch nicht sehen und ich kann euch sagen, wer ihr seid. Und es ist halt allerdings einfach noch gemein, weil ich sehe wirklich alles. Man kann nichts verschönern bei einer Kalipermessung oder nichts schönreden oder verheimlichen. Und darum ist halt allerdings auch spannend, man sieht teilweise wirklich, dass übergewichtige Leute eine mega tiefe Rückenfalte haben. Das heisst, die essen wirklich zu wenig, aber sie essen einfach so zu einem falschen Zeitpunkt oder lang nichts und dann wieder ganz viel, dass es eben gleich dann zu dem Übergewicht führt. Dann gibt es natürlich die, die einfach wirklich zu viel essen. Es gibt die, die viel zu wenig essen. Es gibt die, die völlig gut essen, rein von den Kalorien her, aber auch wieder das Timing nicht stimmt. Also wo zum Beispiel eben auch wieder kein Zmorgen essen, ganz wenig zum Mittag, dann am Nacht aber richtig einhauen und vielleicht auch Fressattacken haben. Und das sieht man dann eher wieder, eben zum Beispiel bei einem Bauch oder je nachdem dann auch bei den Beinen. Und ja, so ist es mega spannend, Menschen ein bisschen zu lesen. Und ich hoffe, das hat euch ein bisschen Aufschluss gegeben über die Kalipermessung. Wenn ihr Interesse habt, um die je zu buchen, dann würde ich euch empfehlen, das Erstgespräch in unserem App zu buchen. Also ihr könnt auch wieder auf meine Webseite, dort seht ihr, wenn ihr euch anmelden könnt. Ihr bekommt dann ein Login über mit allen Informationen für unsere App und dann könnt ihr dort einen Termin auswählen. Und es braucht schon 2 Stunden, weil ich muss zuerst die ganze Anamnese machen, muss ein bisschen Infos von euch haben, dann machen wir nachher die Kalipermessung, dann erstellen wir den Ernährungsplan, gebe ich euch alle Tipps und ich muss sagen, ich habe auch schon Leute gehabt, die nur für 1 Stunde gekommen sind, aber ich könnte einfach nicht gleich viel daraus rausnehmen. Also es ist für mich mega unbefriedigend, weil ich kann euch nur Tipps geben und ich kann euch nicht etwas erstellen, wo ihr nachher auch einen Mehrwert habt und darum würde ich euch immer empfehlen, die ganze Kalipermessung zu nehmen und wirklich die volle 2 Stunden vom Erstgespräch. Ja, also, Klappe zu. Ich hoffe, ihr habt etwas lernen und schaut euch im Körper gut, schaut eure Seele gut und wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen herzlichen Dank, habt ihr zugeschaut und bis bald. Tschüss!